Und ich finde diese Vorschläge jetzt weniger zu duschen oder ähnliche Dinge schon ziemlich pervers, weil dort schiebt die Regierung den schwarzen Peter an die Bürger weiter für ihr eigenes Versagen. Die Gaskrise spitzt sich immer weiter zu. Nun kam die neue Hiobsbotschaft für uns Verbraucher, nämlich dass eine vierköpfige Familie bis zu 1000 Euro mehr zahlen muss als Umlage, damit die Aktiengesellschaft Uniper, ein großer Gashändler, gerettet wird. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, Urban, was die eigentliche Aufgabe der Politik ist. Ist es der Schutz der Bürger oder der Schutz von Großkonzernen? Ja, das ist tatsächlich einer der größten Missstände, die wir inzwischen in unserem Land haben, dass die Politik in großen Krisen immer zuerst an die Großunternehmen denkt, oftmals an internationale Unternehmen und zuletzt an die Bürger. Wir hatten das schon bei der Bankenkrise erlebt. Da mussten Banken gerettet werden, zum Teil eben auch internationale Konzerne mit deutschem Steuergeld. Wir haben es bei der Euro-Krise erlebt und bei der Griechenland-Rettung. Immer musste der Bürger sozusagen haften und nicht die eigenen Menschen. Und jetzt haben wir mit Uniper ein neues Beispiel dafür. Es ist nicht nur so, dass das Gas teurer wird, deutlich teurer wird für die normalen Bürger und für die Unternehmen. Es soll auch noch eine Umlage geben, um Uniper zu retten, diesen großen Gashändler. Und das ist natürlich völlig falsch. Die Politik muss für die Menschen da sein in allererster Linie und erst an dritter oder vierter Stelle für irgendwelche internationalen Unternehmen. Also zum Verständnis, man zahlt jetzt als Bürger die sowieso schon gestiegenen Gaspreise und dazu noch die Umlage als i-tüpfelchen negativ, kann man sagen, oben mit drauf. Richtig. Damit der Konzern gerettet wird. Das ist die Idee. Wir müssen das teure Gas bezahlen. Es kostet, soll ja 2 bis 3 Mal so viel kosten wie bisher. Und es soll eine Umlage geben, um Uniper, das Großunternehmen, zu retten. Das ist ja neben den ansonsten schon explodierenden Preisen, auch im Bereich Spritpreise etc., eine doppelte Bestrafung für uns Bürger sozusagen, für Fehler, für die wir gar nichts können. Gäbe es da keine Alternative dazu, jetzt noch eine zusätzliche Umlage zu machen, um den Konzern zu retten? Also um das zu verstehen, muss man wissen, dass Uniper ein internationaler Konzern ist, der zu 75% einer finnischen Firma gehört. Ach, die gehört noch nicht mal uns? Nein, die gehört keiner deutschen Firma, einer finnischen Firma. Und dort ist der finnische Staat mit 50% Anteilseigner dieses Unternehmens. Und es gibt noch viele andere große Anteilseigner. Aber wir merken hier, es soll wieder ein Unternehmen gerettet werden mit deutschem Steuergeld. Und diesmal ist es sogar ein finnisches Unternehmen. Das heißt, wir unterstützen quasi mit unserem Steuergeld den finnischen Staat bzw. die Großaktionäre von Uniper. Unter anderem auch BlackRock ist dabei, ne? Wir erinnern uns an Herrn Merz sozusagen. Also das ist eine völlig falsche Herangehensweise. Die deutschen Steuergelder sind nicht dazu da, um Großunternehmen zu retten, internationale, und auch nicht, um Finnland zu unterstützen. Das Steuergeld gehört den Deutschen und dort muss es auch bleiben. Das heißt, wir dürfen eigentlich so eine Rettungspolitik nicht mehr machen in Zukunft. Und wenn wir überhaupt Rettungspakete schnüren, dann müssen die immer an unsere eigenen Bürger und an unsere deutschen Unternehmen gerichtet sein. Passend dazu würde ich Ihnen gerne noch mal ein Zitat vorlesen und mal Ihre Meinung dazu hören. Die USA setzt die europäische Versorgungssicherheit aufs Spiel. Und das nur, um eigene wirtschaftliche Interessen durchzusetzen und Arbeitsplätze auf amerikanischem Boden zu sichern. Gesagt hat das der mittlerweile verstorbene Uniper-Chef Klaus Schäfer im Jahr 2017 in Bezug auf Nord Stream 2. Hat das Unternehmen nicht damals selbst schon vor so einem Szenario gewarnt? Da hat Herr Schäfer natürlich völlig recht. Es ist tatsächlich so, die USA arbeiten schon seit vielen Jahren daran, die deutsche Wirtschaft und die russische Wirtschaft auseinanderzubringen und vor allen Dingen Nord Stream 2 zu verhindern. Und an der Stelle muss man ganz klar sagen, schuld daran ist am Ende die Bundesregierung. Die Bundesregierung hat sich den amerikanischen Interessen gebeugt. Sie hat Nord Stream 2 nicht zugelassen und damit im Prinzip die Energiepreise nach oben schnippen lassen und Unternehmen wie Uniper unter Druck gesetzt. Und im Grunde genommen wäre auch diese jetzige Situation für Uniper ganz einfach zu retten. Man müsste einfach nur Nord Stream 2 öffnen. Und das hat vor ein paar Jahren Herr Schäfer noch gesagt, aber inzwischen ist eben auch Uniper weg von dieser Linie. Man hat sich einsortiert in die Politik der Bundesregierung und begrüßt die Sanktionen. Und dementsprechend werden die Manager der Großunternehmen im Prinzip nicht mehr die Interessen ihrer Unternehmen vertreten, sondern eigentlich der Politik hinterherhecheln, hat man natürlich dann solche Probleme wie jetzt. Aber wenn die Verantwortlichen das Schließen von Nord Stream 2 befürworten von Uniper, dann sollen sie doch eigentlich ihre Fehler selbst ausbaden. Also warum muss ich das dann bezahlen? Völlig richtig, völlig richtig. Also der eine Aspekt ist, wir könnten das Problem Uniper lösen durch das Öffnen von Nord Stream 2. Es wäre eine politische Entscheidung und selbstverständlich wäre es sinnvoll, wenn Uniper sowas selbst fordern würde. Und auf der anderen Seite, wenn es schon so ist, dann ist die große Frage, warum soll der deutsche Steuerzahler dafür haften, wenn ein Unternehmen schlechte Unternehmenspolitik macht und pleite geht? Anstatt einfach Nord Stream 2 zu öffnen, gab es jetzt eine neue, interessante Idee, mal vorsichtig ausgedrückt, aus Brüssel, nämlich dass alle europäischen Länder jetzt 15% Gas sparen sollen, zum Beispiel indem die Bürger auf
das Duschen verzichten und nur jeden zweiten Tag duschen gehen sollen, was natürlich bei über 30 Grad im Sommer ja, eine interessante Idee ist. Das ist doch grotesk, oder? Ja, also zum einen muss man dazu sagen, die Idee kommt nicht aus der EU, sondern sie kommt von der EU-Kommissionspräsidentin Frau Ursula von der Leyen, ihrerseits CDU-Parteifunktionärin. Also die Idee kommt aus Deutschland, aus der CDU. Und ich habe große Zweifel, ob die europäischen Länder dort solidarisch mitziehen werden. Die meisten europäischen Länder agieren streng im nationalen Interesse. Das sehen wir jetzt zum Beispiel an Ungarn, wir sehen es aber auch an Polen. Polen sagt, wir kaufen kein Gas aus Russland, aber sie beziehen das russische Gas über Deutschland zum niedrigen Preis. Und auch Frankreich importiert so viel LNG-Gas zurzeit aus Russland wie nie zuvor, auch Spanien. Also die Gasimporte wachsen eher, da ist nichts mit wir gemeinsam gegen Russland. Und ich glaube, am Ende wird es wieder bloß den Deutschen treffen, die deutschen Bürger, die deutschen Unternehmen, die sparen müssen. Und ich finde diese Vorschläge jetzt weniger zu duschen oder ähnliche Dinge schon ziemlich pervers, weil dort schiebt die Regierung den schwarzen Peter an die Bürger weiter für ihr eigenes Versagen. Die Lösung wäre ganz einfach, Ende der Sanktionen, Öffnen von Nord Stream 2 und damit wären alle Probleme gelöst. Man darf hier auch nicht vergessen, die ursprüngliche Idee dieser ganzen Sanktion ist ja gewesen, man wollte Russland weniger Geld für seinen Krieg zukommen lassen. Unterm Strich wissen wir heute alle, auch Frau von der Leyen, dass Russland im Moment mehr an Gas und Öl verdient als vor den Sanktionen, weil die Preise extrem gestiegen sind. Das heißt, es geht hier offensichtlich mehr darum, die Deutschen auszuquetschen, Steuern abzuschöpfen, weil je teurer das Gas, umso höher die Steuereinnahmen und davon kommt ja nichts zurück. Und an der Stelle müssen wir auch dranbleiben, politisch, dass wir einfach den Leuten die Augen draußen öffnen. Es geht hier nicht um Russland. Es geht darum, dass dieser Staat gierig ist und nicht genug Geld kriegen kann und deshalb mit allen Mitteln versucht, die Bürger und die Unternehmen auszubeuten.